Ne, die haben noch nicht abgeschlossen. Hier ins Quest Inventar. Na dann schnell runter von dem Schiff. Ne, Quest die meistgesuchteste Frau Redaniens. Das würde ich gerne annehmen. Ah, okay. Wir sind wieder zu schwer zum Rennen. Soll da unten im Dorf was in der Stadt was verkaufen. Hauptquests. Das haben wir hier fast geschafft. Da müssen wir mal weitermachen. Wie kommen wir vom Schiff jetzt runter? Verzieh dich, du Missgeburt. Kriech wieder unter deinen Stein. Und damit kommen wir hier runter. Deine Waffen. Danke. Hab noch nie so guten Stahl. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Das stimmt. Können wir jetzt nicht rennen, das ist blöd. Drüben ist ein Schmied oder sowas in der Art. Könnte noch mal kurz nachgucken. Schleifstein auf jeden Fall. Hier muss doch irgendwo auch ein Händler sein. Da ist ein Rüstungsschmied. Die Quest für den König ist, glaube ich, neben der Nebenquest. Können wir dann irgendwann anders machen. Und wir machen es jetzt. Schauen wir gleich mal nach. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach das, ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden nur von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Aha, eine Strahlwaffe, nicht sehr gut. Rüstungsreparatursets könnte ich immer brauchen. Wir haben kein Geld. Verkaufen wir ein bisschen was. Von Beilen halt hier nicht so viel. Ja. Weiß gar nicht mehr, was unser Anfangsschwert war. Verkauf mal das billigste. Das kaputteste.
152, das wäre es auch mal wert. Handelfenschmiedewerkzeug. Okay. Kann an Händler verkauft oder Handwerkszutaten zerlegt werden. Okay. Nutzen können wir es nicht. Und Rüstungen. Ein bisschen Öl verkaufen. Für zwei. Und effektiv nichts. Meine Rüstung wäre auch nicht schlecht. Eine Rüstung. Das sieht halt kacke aus. Für 600 können wir uns eh nicht leisten. 27 Rüstung. Das wäre mal was. Genau. Für eins davon haben. Oh, das hat viel gekostet. War auch viel wert. War auch wertvoll, hätten wir wahrscheinlich nicht weggeben sollen. Wenn wir später gebrauchen. Ist dann. Hätten wir später gebrauchen können. Hier ist die Tür. Aus dem Weg. Sachen losgeworden. Und Rüstungsreparatursets haben wir. Die Rüstung hält noch ein bisschen aus. Schwerter sind auch noch top. Oha. Okay, das ist jetzt nicht so sehr, aber haben wir den Waffenreparatursets? Müsste ich mal gucken. Ah, hier unten eins haben wir noch. Haben wir es verschenkt. Ja, verschenken nicht. Das Schwert ist ein bisschen länger haltbar. Das wird man vielleicht doch bald mal wechseln. Ist noch ein Friseur? Nein, lassen wir. Den waren wir außerdem schon. Ich wollte mal die Quest gucken. Nebenquests. Finden und verbrenne die Leichen, die den Grube auf. Okay. Wir haben einige Quests hier. Trifft Triss Meeregold in ihrem Versteck. Das wollen wir mal machen. Wurde die Belohnung vom Wetterkönig für die Befreiung Rinkos. Das müssen wir nochmal machen. Treff Roche in seinem Lager. Da schauen wir gleich nochmal nach. Sprich mit den Hexenjägern von Philippas Versteck. Das hatten wir hier, das war jetzt die Königsquest. Erstmal zu Triss. Nicht wieder unter deinen Stein. Wo ist das Pferd? Nicht da. Du wirst ersticken an drei
Abfund. Langlebe deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmachereien. Komm schon. Wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Norden. Wo stecken Plätze auf einmal? Wenn man den mal braucht. Ach, da ist er. Das ist wohl erstmal auch zu trist. Und dann machen wir. Dann gibt es da ein paar kurze Quests, wo wir aus der Belohnung abholen und so. Und noch abklappern, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Reiten wir mal hier vorbei. Ich dachte, es wäre Wasser. Wo befindet sie sich denn jetzt hier, die Triss? Weit weg von Novigrad, wie es ausschaut. Wenn wir die anderen Sachen vielleicht doch nochmal machen sollen. Oha. Sind wir im Kreis geritten. So ist es. Dann waren wir nicht gerade in Novigrad. Und kämen dann nicht gerade nach Novigrad zurück. Das ist ja ziemlich blöd. Keine Spazierfahrt oder was. Jetzt nicht. Und das Weibchen unter deinem Auge? Und da waren wir in einer anderen Stadt. Ich gehe jetzt erst nach Novigrad zurück. Das kann sein. Stunden später. Ich glaube, ich laufe mal ein bisschen. Dann bin ich hier schneller. Ewiges Feuer, unser aller Vater. Erhöre mein Beten. Erhöre meine Bitte. Lass mich. Oh! Hat der mal irgendwie Angst vor uns? Klopf, klopf. Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Ja.
Wurzelhenker. Ja, mein Hübscher. Diese Temeria, alle Feiglinge, sind über den Ponta geflohen, statt ihre Heimat zu verteidigen. Wahrscheinlich oben. Ein bisschen klauen hier. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Wenn es nicht nur eine Nebenquest ist. Ja, Geralt? Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Geralt ist nicht gut in Smalltalk. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelwuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelwut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, wie es ist, gefoltert zu werden. Oder die Schreie der anderen zu hören und nichts tun zu können. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Aha. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber... Das ist ganz sicher eine Falle. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut. Treffen wir uns dort. Todsicher ist das eine Falle. Ja, Geralt? Bis dann, Triss. Na dann... Triff den Diener des Wegelwuts auf dem Fischmarkt. Er trägt ein blaues Hemd und hat Schlüssel in seinem Gürtel. Ja. Geralts Date mit dem Diener. Das müssen wir noch schnell hinkriegen. Und sonst Männer sind natürlich wütend. Eben mal ein bisschen abschlachten. Gebummeln wird nicht, sagt er, während ich neben vorbei renne. Ah, da sind wir schon. Der Fischmarkt. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Der sieht gut aus. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein.
Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich hab wohl keine Wahl. Komm mit. Aha, er ist es. Hier lang. Es ist nicht weit. Der meint, dieser Ratten ist nach Triss aus. Das beste Angebot weit und breit. Was geht denn da sein? Ja. Meine Achsel spricken mir erbärmlich. Das ist er. Hilf mir! Natürlich war das eine Falle. Danke dir. Gehen wir. Ach so. War nicht seine Falle. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich hab sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris, der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, ja. Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuts Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbut sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Ja. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Familienangelegenheiten schon. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Ja. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbut. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Aha. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Da haben wir schon Maske gekauft. Das Personal beobachtet. Wenn die Jäger hinter Albert her sind, wird eine Feier sie wohl nicht ablenken. Geralt, ein Ball bei den Wegelboots ist nicht irgendeine Feier. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwehr. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, oh, wie schade. Keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach. Ich würde das alles so gerne sehen. Nur 85. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier. Die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Na toll. Eine Fuchsmaske. Ich glaube, ich habe eine Wolfmaske oder was. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Vielleicht haben wir sogar schon mal Fuchsmasken. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Jetzt müssen wir den Dreck noch kaufen. Wir haben doch hier... Wolfsmaske. Hervorragend. Aber die hat, glaube ich, nicht so viel gekostet. Eine Fuchsmaske für Triss Merigold. Und ich trage die Wolfsmaske.
Optionalkauf, ein Gewand, Wammeshosen und Stiefel. Und wenn es sein muss. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Die Quest finde ich gerade spaßig. Die machen wir gerade mal zum. So zwischendurch. Wir haben E-Quests für die. Schluss damit. Für König und so zu tun. Können wir das hier was mal zwischenhauen. Okay. Hier verkauft jemand. Ein Blick sagt mir schon. Oh nein, nicht er. Moin. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufprall. Ja, eine Fuchsmaske. Für eine Münze. Vogelmaske können wir auch noch kaufen. Kaufen wir auf alle, falls wir die irgendwo noch brauchen. Eine Wolfsmaske haben wir schon. Funika von Skellige. Hemd. Ein elegantes Höflingswams. Kostet so viel. Das werden wir wohl eher nicht machen. Bis dann. Bringt Triss die Fuchsmaske. Alle anderen habe ich auch gerade gekauft, falls wir die irgendwann noch brauchen. Dann will ich hier nicht nochmal hinrennen müssen. Alles so leid. Monster vermehren sich elfenlos. Auf Zug nach Triss. Zu Triss. Da ist Blitzer. Freut mich zu hören. Dass dein Papa irgendwann abschlachten werde. Papa Sechsenjäger. Der Graue schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu einem Taubenschlag. Ich komme hier gerade zum zweiten Mal heute auf zu meckern. Geht's zu einem Taubenschlag. Geralt. Da hat jemand gute Laune. Und? Nichts. Du siehst gut aus, wenn du aufgeregt bist. Hast du alles gekriegt? Alles ist fertig. Wir können gehen. Nur schade, dass du dich nicht schick gemacht hast, wie ich dich gebeten habe. Hast du mich wirklich in Spitzenkragen und mit Rüschen an der Hose erwartet? Du würdest sogar in Krinolinen gut aussehen. Ich will gar nicht erst wissen, was das ist. Fürs Erste musst du mit Wasser und Hexer vorlieb nehmen. Also dann, gehen wir? Harlekin-Maske tragen, Vogelmaske tragen, Wolfsmaske tragen. Wolfsmaske natürlich. Was auch sonst. Was soll der Witcher-Wolf, was soll Geralt-Wolf für eine Maske tragen? Guten Tag, Herr. Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte.
Alles in Ordnung. Ihr findet die Herren wegen... Ach, das war der Hof, wo wir nicht reinkamen. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Das muss wohl ein Irrtum sein. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Natürlich. Aber ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Gäste das Anwesen unbewaffnet betreten. Verdammt. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Wir werden uns im Faustkampf messen müssen. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Gut, und bevor wir uns auf die Party begeben, werde ich eine kurze Streampause machen. Und dann geht's mit Party. Gleich nach der Streampause weiter. Bis gleich.